ich begrüße dich recht herzlich. Ich möchte dir heute das Vaterunser vorstellen, das Jesus Jan Johannes Kassel als Gebet der Zeit durchgegeben hat. Du kannst dieses Vaterunser schriftlich in der Jesus-Biografie Teil 2 finden. Diese ist erschienen im Lichtwelt Verlag und von Jan Johannes Kassel geschrieben, aufgrund der Worte von Jesus. Ich spreche nun die Sätze vor und wenn du magst, kannst du sie gerne nachsprechen. Ich denke, wenn wir das einmal täglich tun, also mindestens einmal täglich, können wir sehr viel Gutes erreichen, die Schwingung erhöhen und uns stärken. Zünde dazu am besten ein Licht an, eine Kerze, eine Fackel, ein kleines Teelicht. Dann sehen wir uns alle im Licht und sind immer verbunden. Ich beginne nun. Vater unser, der du bist im Himmel und auf Erden, der du bist von Anbeginn und der du bist alles in allem, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel und so auch auf Erden. Dein Reich komme und erfülle unsere Herzen, damit wir erkennen, wer wir sind und damit wir eingehen unter dein Dach. In der Einheit allen Seins geboren, aus der Einheit allen Lebens gekommen und in Einheit mit allen Herzen verbunden. Gib uns unser tägliches Brot deiner Liebe, damit wir gesättigt sind. Stille unseren Durst mit dem Wasser des Lebens, aus der Quelle des Seins, damit uns niemals dürstet. Führe uns und leite uns an, damit wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht und dass wir erkennen, wer wir sind. Vater unser, der du bist in mir und der ich bin in dir, ich erkenne mich als der ich bin, indem ich in dein Antlitz schaue. Ich bin gesegnet durch deine Gnade und erfahre meine Göttlichkeit. Vater und Mutter allen Seins, liebende Kraft allen Lebens, ewiger Sinn der Schöpfung, mein Herz ist erfüllt von deinem Licht und in der Stille vernehme ich dein Wort. Du und ich sind eins, denn dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit sind allgegenwärtig, in Ewigkeit von Anbeginn der Zeit. Ich bin reines, freies und erhabenes Ebenbild von dir, dein göttlicher Ausdruck auf Erden. Ein Mensch, der weiß, wer er ist, was er ist und wodurch er ist. Ich bin der ich bin, von Ewigkeit zur Ewigkeit. Thank you.